Minister. Josef Riemer von der FPÖ ist nun am Wort. Ich spreche zum Punkt, ja, Tiere sind mit Empfindsamkeit ausgestattete lebende Wesen. Nachdem dieser heißen Debatte durch der Tierschutz auch zu Wort kommen soll, denke ich mir auch, ist es auch, na, das ist schon mal eine ganz heiße Geschichte. Die Frau Bundesminister investiert da sehr, sehr viel Herz. Ich denke, Tierschutz macht Schule. Ich möchte es auch hier nicht nur im Ausschuss sagen, hat mich sehr bewegt, hat mich sehr angesprochen. Aber das ist nur ein Teilchen davon. Zur Kollegin Fichtinger vielleicht nur etwas. Ich höre mir die Debatte über die Ärzte an. Ich war selbst 40 Jahre lang in einer Privatversicherung tätig. Wir wissen, Sozialversicherung leisten einmal ein Mindestmaß an Möglichkeiten, also dass sie die bestmöglichste Medizin fabrizieren ist einmal nicht möglich. Also das müssen wir uns auch mal klarstellen. Dafür gibt es Privatversicherungen, die machen natürlich unzählig viel Geld damit. Die Frage, die zweite Frage ist natürlich die der ländlichen Regionen. Ich komme selbst aus einer südsteirischen Gemeinde. Ich weiß, was es bedeutet hier. Der Pfarrer ist weg, die Post ist weg, der Lehrer ist weg. Denke, Kleinstädten wird gerade jetzt eine Schule, trotz der Zusicherung der Politik, wird geschlossen, eine Berufsschule. Das sind alles Katastrophen für eine Region. Und wenn da der einzige Arzt auch noch geht, dann müssen halt die alten Murtern, die Bayern, weil die Sozialdemokratie ja so sozial ist, dann müssen sie halt mit dem Taxi fahren oder vielleicht mit dem Traktor mit an, 20 Kilometer hin, 25 Kilometer zurück, sind 40 Kilometer. Ich versperre mich ja nicht Ihren Vorschlägen, sondern ich sage nur, die Realität ist eine andere. Da ist eine ländliche Bevölkerung abgeschnitten. Aber gehen wir mal zum Tierschutz, ist auch wichtig. Ah ja, noch etwas. Und Mittelpunkt, auch das sollte man wissen, der Sozialversicherung ist das ärztliche Gespräch. Das ärztliche Gespräch ist mehr wert wie jede Medikamentation. Also ich halte sehr viel und großen Respekt vor den Ärzten. Und da gehört natürlich auch das sogenannte Vertrauen, auch ein Urvertrauen dazu. Vertrauen kann man nicht gewinnen, indem man ein Zentrum die Leute aus Wiener Waschstraßen reinschickt und sagt, schau, jetzt machen wir irgendein Programm. Das ist sicher nicht gemeint. Wenn es hier gelingt, gute Ideen zu haben, dann frage ich mich, wenn man weiß, dass in 10 Jahren keine Ärzte mehr da sind, warum man nichts tut dagegen, und sagt, wir versuchen also auch hier diesen Engpass dann hier zu bereinigen. Aber bitte, gehen wir mal zum Tierschutz zurück. Solange Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken. Ich glaube, es ist ein altes Sprichwort. Aber es gibt noch ein Sprichwort dazu. Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Und da ist es auch schon, sind Tiere empfindsam oder nicht empfindsam? Und die Kollegin Weigersdorf, verdanke ihr, dass sie das gemacht hat. Weil wir sind in einer Umwelt drinnen, wo man sagt, seit Jahrtausenden bauen wir die Ressourcen ab. Ob das heute die Natur ist oder mit unserer Tierwelt. Und wenn man sagt, die Spezies Homo sapiens soll es in 1000 Jahren noch geben, dessen sind wir vielleicht nicht mehr ganz so sicher. Der Mensch hat die Natur zerstört, hat die Tierwelt zerstört. Und er ist auch Opfer dieser Zerstörungswut. Feuerbach hat es zu Recht ja auch hier definiert. Der Mensch ist, was er ist. Und aber die Tierethik ist ja nichts Neues. Wenn man den Tierrechtler denkt, an den deutschen Wilhelm Dietler, das war Beginn 19. Jahrhundert, oder der Dane Smith, der sich schon da beschäftigt hat und gesagt, Tiere haben eine Würde. Und jetzt kommen wir genau zum Antrag. Die Würde heißt ja nichts anderes. Tiere sind für ihn die vielen sinnlichen und geistigen Fähigkeiten, die Tiere eine Würde verlangen. Wir befinden uns aber eher so im Auflauf dessen, was man heute nennt, als Opfer der monotheistischen Weltreligionen. Da haben die Tiere ja nicht an für sich dieses Stellungsmerkmal. Die monotheistischen Weltreligionen gehen ja da nicht sehr, sehr freundlich um. Kant selbst war ja auch nicht extra ein besonderer Tierfreund, aber er hat doch wenigstens eines gesagt, man muss wenigstens tentieren, irgendwo, ja, vielleicht eine Hilfestellung dahingehend zukommen lassen, dass sie die Selbstachtung des Menschen eigentlich damit produzieren. Anders Arthur Schopenhauer, der ganz klar definiert hat, dass er gesagt hat, das Wesentliche und Hauptsächliche im Tier ist dasselbe wie beim Menschen. Ja, und heute sind Sie hier alle aufgerufen, als Beschützer der Natur und auch der Tiere zu fungieren, wenn wir diesen Inhalt dieses Antrags auch wirklich so nehmen,
wie er verstanden sein möchte. Wir sind die Wahrer der Zukunft auch für morgen. Und da ist also auch dieser Antrag nicht gut, ob das in Frankreich heute im bürgerlichen Gesetzbuch drinsteht oder in der kanadischen Provinz Quebec oder in Neuseeland. Bitte, die gehen alle schon einen Schritt weiter. Und hier geht es eben darum, das AGBG dahingehend zu ändern, dass Tiere nicht nur keine Sache sind oder wie es heißt, die für Sachen geltenden Fortschritte sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, dass keine abweichenden Regelungen bestehen. Und hier sollte es lauten, Tiere sind keine Sachen, sie sind mit Empfindsamkeit ausgestattete Wesen. Und die Bitte natürlich auch der Antragstellerin, dass hier gerade die Tierschutzsprecher, aber auch vielleicht gibt es manche Leute, die sagen, ein Tier ist doch mehr als wie das, was man am Fleischsteller sieht, dass man das auch hier dahingehend so nutzt und sagt, wir empfehlen das dann für den Justizausschuss und werden uns auch dafür hier einsetzen. Es geht nur um einen kleinen Wortlaut, eine Veränderung. Aber bitte, das ist ein Meilenstein, das wäre ein Meilenstein im Sinne aller, die seit 200, 300 Jahren sich einer Tierethik auch hier verschrieben haben und auch verschreiben werden. Es ist ein Meilenstein, vielleicht ein kleines Lichtlein am Ende eines überlangen Tunnels. Und wenn jemand die Weihnachtsgriffe, so er religiös ist, unter dem Weihnachtsbaum hat und er sieht Ochs und Esel, dann soll er nicht einfach sagen, die sind lieb. Dann sagt er, ich habe also auch hier einen wesentlichen Beitrag geleistet, in dem Sinn, für die Tiere eine Weihnachtskerze. Danke. Man baue seit Jahrtausenden Ressourcen ab und zerstöre die Umwelt, so Josef Riemer, Tierschutzsprecher bei der FPÖ. Man müsse als Beschützer der Natur und der Tiere auftreten.